Schön, dass ihr bei Dragon Quest Builders 2 wieder mit dabei seid. Wir haben ja bei uns auf der Insel die Tafelziele erstmal abgeschlossen und müssen jetzt eigentlich ins nächste Questgebiet. Aber viele von euch haben mir gesagt, man soll erstmal zur Anglerinsel. Da möchte ich jetzt auch wirklich gerne erstmal hin. Warum genau, was uns da erwartet, weiß ich nicht. Aber das werden wir ja sehen. Heute, Roddy, lichten wir den Onkel. Wohin soll's denn gehen? Zur Anglerinsel, bitte. Oh, Dede, den fahren wir mal aus. Ja, jo, der wird die Speicherdatei überschrieben. Wir wissen's. Yeah. Alle an Bord, damit wir losschippen können. Zeitsegel zu setzen. Jo, morgen spielt wieder Leonardo. Wir sind Kate und los geht's. Lulu verabschiedet uns mit ihrem, naja, sie hält's ja immer noch für Lulutopia. Ist es aber nicht, dort ist Tatitopia. Auf Seefahrt, die wieder ewig dauert. Ja, die Ladebildschirme in diesem Spiel sind echt extrem. Obwohl auf dem PC geht's einigermaßen, auf der Konsole sind sie wesentlich schlimmer. Da wartet manchmal schon echt so 2 Minuten, bis es mal weitergeht. Aber ja, eine Seefahrt dauert ewig. Wir sind endlich da. Anglerinsel, eine Fundgrube für Freunde des Fischens. Gut, sie scheint nicht groß zu sein. Den werden wir mal sehen, wie lang es dauert. Erstmal die Glieder strecken, genau. Da braten wir einen Tintenfisch. Wir sind da. Dort ist die Anglerinsel. Ahoi, da drüben ist jemand. Könnte die Person sein, die den Brief geschrieben hat. Warum watschelst du nicht rüber und beruhst dich auf das Parleyrecht? Ich bleib hier und mach auf dem Boot klar, schief. Wenn du zum Orland des Erwachens zurück möchtest, musst du nur verrogen. Das Parleyrecht. Ja. Ups, jetzt sind wir hier bei Fluch der Karibik. Schild. Auf dem alten Schild steht etwas geschrieben. Alles, was jemals war oder sein wird, fällt in eine dieser Kategorien. Angelbares und nicht angelbares. Also lass dir sagen, sei der Fischer und nicht der Fisch. Naja, halt. Tommy, hier haben wir auf jeden Fall eine Werkbank. Okay. Truhe kann ich... Doch, kann ich öffnen. Ist leer. Alles klar. Jo, das ist also die Anglerinsel, was? Hier gibt es nicht viel zu zerstören, aber übel ist es trotzdem nicht. Trotzdem frage ich mich, warum jemand ausgerechnet hier leben wollen würde. Vielleicht sollten wir versuchen, das herauszufinden. Boah, sind wir doch boah, mal raus. Ich will nur mal kurz was googeln. Hier ist nämlich... Ja, weiblich, ich bleib auch weiblich. So ein Frisiertisch, den ich bei uns auf der Insel nicht gefunden habe. So, Haare, achso, da kann man die Haarfarbe ändern. Hautfarbe, Augenfarbe, alles klar. Geht da noch mehr? Ja, guck mal. Hammer, haben wir zurzeit nur den einen. Waffe, ja gut, wir haben die Giftnadel, aber ehrlich gesagt gefällt sie mir ganz gut. Die möchte ich gerne lassen. So, dieser Schildkrötenpanzer ist natürlich nicht das hübscheste. Deswegen nehmen wir unsere normale Tracht. Aber ich glaube, der Schildkrötenpanzer bleibt trotzdem angelegt. Schild, ja, das lassen wir auch mal. Was haben wir hier? Ah, guck mal. Naja, ich weiß ja nicht. Also eine Schleife im Haar? Zumindest die Schleife, die gefällt mir doch schon mal ganz gut. Zubehör? Das ist das Gleiche. Achso, man kann 2 Teile anlegen, alles klar. Oder 3 sogar. Kopfbedeckung. Ah, historisches Haar, das ist das aus dem ersten Dragon Quest Bild. Ich finde das sowas von Protein hässlich. Nee. Kürbis muss jetzt auch nicht sein. Nee. Oh, das haut aber schon was. Nee, nehmen wir mal das zur Abwechslung. Jucken wir mal. Bist du mit diesem Charakter zufrieden? Jo, gut. Guck mal, haben wir etwas Neues aussehen. Eine Horschleife drehen und so weiter und so fort. Und wir haben doch, glaube ich, immer noch... ja, wir haben den Schildkrötenpanzer immer noch an. Bloß wir haben das Aussehen geändert. Alles klar. Jo, den reden wir doch mal mit... Das ist eine Frau, wa? Sieht so aus? Ich kann nicht glauben, dass sich dieser blöde Düsselläufer verdreht hat. Hat mich richtig im Stich gelassen. Wer zur Hölle bist du denn? Und was machst du auf meiner Insel? Was? Nee, Bauerin, du hast meinen Brief gelesen? Entschuldigung, aber ich weiß nicht, wovon du redest. Hab keinen Brief, nicht geschrieben. Hör mal, ich hab echt keine Lust zu quatschen. Mein Kumpel ist verschollen. Und meine Netze sind auch kaputt. Du wirkst ja echt nett. Aber sei so lieb und hau ab, ja?
Ich bin nicht hergekommen, um neue Freunde zu finden. Also lass mich in Ruhe. Ja, unfreundlich wie eh und je. Ich hab doch gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen. Lässt dich nicht so leicht verträumen, nicht? Vielleicht kannst du mir ja helfen. Siehst du das Netz da drüben? Dort ist mein Fischkäfig. Aber er ist völlig kaputt. Und ich weiß nicht, wie ich ihn reparieren kann. Wenn du echt eine Erbauerin bist, dann kannst du mir doch ein bisschen Netz herstellen und den Schorn reparieren, oder? Jo, dann lernen wir Fischnetzrezept, wo? Gut. Netz, Baublock, gewebte Fäden, derart gedehnt, dass sie eine Art durchsichtige Wand bilden. Jo, deswegen ist die Werkbank hier. Gut, dann gucken wir mal. Fischnetz. Wo finde ich denn die Fischnetze? Das ist eine gute Frage, ne? Da nicht, da auch nicht. Hier, ich sehe schon. Block mit raffinierten Muster, alles klar. Parkettboden, Trebenleuter, Gitterwand. Da, wie viele brauche ich denn? Achso, gute Frage. Ich glaube, 3 waren kaputt. Ah, stellen wir einmal her, kommen 10 raus. So, den reparieren wir doch ganz mal, ne? So viel Zeug muss sein. Hol die mal, der so. Ups, falsche Taste. So. Oh, räuch nicht ganz. War doch gerade eben, wie es aussieht. Warte mal. Genau. Ein über. 9 brauchen wir also, ne? So, und jetzt ist wieder heulig. Heiliges Kornonrohr, du hast mein Fischkäfig echt repariert. Du bist wirklich eine Erbauerin. Danke dafür. Du hast mir vielleicht den Hintern gerettet. Aber wenn ich zu den Kindern gehören würde, würde ich dich jetzt grün und blau hauen. Zum Glück ist es aber nicht so. Egal, ich bin Gillian. Ich bin von zu Hause so weit wie möglich abgehauen und hier gelandet. Hier kann man nichts anderes machen als angeln. Was treibst du überhaupt so weit draußen? Fischst du etwa auch gern? Ich habe noch nie gefischt, aber ich drück mal ja. Willst du mir den Makrele aufbinden? Du bist keine Anglerin, sondern Fisch. Das erkenne ich aus einem Kilometer Entfernung. Weißt du was? Die hier gehört dir. Sieh sie als Geschenk an, weil du mir mit dem Netz geholfen hast. Gibt's jetzt eine Angel? Tatsächlich. Neues Werkzeug erworben. Angel, wirf aus und zieh ein paar dicke Brocken an Land. Jo, da wollen wir doch gleich mal testen, ne? Tipp zum Werkzeug Angel. Ob Fluss oder See, ob Teich oder Ozean, wo Wasser ist, kannst du auch angeln. Wenn du also eine nasse Stelle siehst, dann wirf die Angel aus und üb dich eine Runde in Geduld. Wenn du das passende Werkzeug nicht findest, drücke und halte X und wähle dann das Richtige aus der Liste aus. Okay. Ich weiß ja nicht, was in diesem Brief gestanden hat, aber es hat auf jeden Fall deine Leidenschaft fürs Angeln entfacht. Soll ich dir die uralten Geheimnisse des Fischens beibringen? Ist ja nicht so, als hätte ich was Besseres zu tun. Jo, dann zeig mal, wie das Angeln geht. Genau das wollte ich hören. Von jetzt an bist du mein Lehrling. Ich werde dich zu einer erstklassigen Anglerin machen. Wirst schon sehen. Siehst den felsigen Abschnitt? Da ist Meerrock. Das ist der beste Angelplatz für einen Grünschnorbel. Also geh da hin und wirf die Angel aus, wenn du so weit bist. Zeig mir doch einen ersten Fang, wenn du so weit bist. Ich will sehen, ob es eine gute Entscheidung war, dich unter meine Fittiche zu nehmen. Jo. Kriegen wir hin. Warte mal. Hier also. Das Angeln funktioniert jetzt wie? Na, so auf jeden Fall nicht. So, okay. Und nun? Ah, okay. Mehrmals drücken. Okay, ich dachte gerade, das wäre WWE. Einmal nur A drücken, fertig. Nee, man muss mehrmals drücken. Tati fängt zum ersten Mal ein Exemplar der Art Makareli. Jetzt habe ich Hunger. Vor allem, wie sie ihn in der Hand hält.
wie sie ihn doch in der Hand hält. Gut, den zollen wir doch mal den guten Fisch, du. So, komm her. Noch Simonen, du hast doch tatsächlich eine Makrele geangelt. Dort ist kein Anfängerglück. Du hast Gespür, Kleine. Jetzt weißt du, wie man eine Angel benutzt. Die kannst du überall ins Wasser werfen. Bin mir sicher, dass es eine ganze Menge Fischbrauer, die sie gibt, wo immer du was anbaust. Oh, du willst wissen, was ich auf einer abgelegenen Insel mache? Wenn ich doch nur auf der ganzen Welt angeln könnte. Liegt unter den verfliegsten Kindern Haugons, weißt du? Dieser ganze Schwachsinn mit Bauen ist böse, Zerstörung ist toll, ging mir gehörig auf den Senkel. Ich wollte auf keinen Fall in so einer Welt leben. Also hab ich gesagt, nicht mit mir. Ich bin abgehauen. Am Ende bin ich hier gelandet. Alles klar. Dann lieber auf einer einsamen Insel. Ich hatte gerade eine Idee, Toddy. Willst du mal was Interessantes sehen? Weißt du noch, wie du meine Netze repariert hast? Naja, ich will sehen, was passiert, wenn die Makrele im Fischkäfig freilässt. Du wirst nicht enttäuscht werden, versprochen. Wenn du eine ausführliche Erklärung willst, sag ich dir gehen, was ich weiß. Wähle einen Fisch und drücke Kästchen, um ihn frei zu lassen. Achte aber dann darauf, dass genug Wasser zum Schwimmen vorhanden ist. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was bei mir Kästchen ist, ne? Oh, warte mal. Ne, Y ist es nicht, okay. Du hast auch der gut, denn es ist bei mir X. Yep. Sehr schön, sehr schön. Gut, wo habe ich freigelassen? Jetzt schwimmt hier die Makrele. Wieder mit ihm reden da, mit ihr da. Gut. Simone, ich habe in meinem Leben noch nie so fröhliche Makrele gesehen. Wenn dir doch Spaß gemacht hat, kannst du eigene Fischkäfige im Aquarien bauen und sie mit Fischen füllen. Dann könntest du den ganzen Tag beobachten, was Entspannteres gibt's nicht. Eine Bauerin wie du kann bestimmt ziemlich beeindruckende Lebensräume für ihre Fischelein bauen. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Nice, da kann man selber Aquarien machen, das ist nice. Was, du hast eine eigene Insel, wo du eine Menge Zeug mit deinen Freunden baust? Dann hast du ja wohl keine Ausrede, was? Wenn ich du wäre, würde ich mich übers Angeln schlau machen, um mein Wissen dann nutzen, um eine bessere Erbauerin zu werden. Ja, sind wir doch rote Bäume, sonst wären wir doch nicht hier, ne? Ich kann es in deinen Augen sehen, Toddy. Du bist am Haken. Aber wie würde es dir gefallen, was anderes als eine Makrele zu fangen? Angeblich gibt es so an die 40 verschiedene Fischarten da draußen. 40! Wenn du doch dies mit einer Makrele hättest alles gesehen, dann hast du Schuppen auf den Augen. Jo, du hast richtig gehört. 40! Das ist ein ganz schöner Haufen, was? Also, wenn du als Meisterenglerin bekannt werden willst, dann wirst du die größten und seltensten Fische überhaupt einholen müssen. Oh jo, da habe ich ja was zu tun. Wenn du willst, kannst du direkt loslegen. Siehst du die Felsen da drüben? Versuch doch mal von dort die Leine auszuwerfen. Mal sehen, was du fängst. Na los, dort ist der erste Schritt zum Angelprofi. Wenn du was anderes als eine Makrele fängst, dann komm damit zu mir. Kein Stein ins Wasser werfen. Wenn du in einer felsigen Gegend bist und deine Angel auswirfst, fängst du vielleicht Fische, die es sonst nirgendwo gibt. Alles klar, also hier, ja, den machen wir mal. So. Oh, gerade hinstellen, Angel auswerfen. Genau. Den baust mal an, meine Lieben. Ich will Fischis. Das sieht aber schon wieder nach Makrele aus. Drücken, 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 drücken. Toddy fängt zum ersten Mal ein Exemplar der Art gestreifter Schnabelbarsch. Sieht aus wie ein, naja, ein Nemo, der irgendwie die Farben verwechselt hat. Aber gut, gehen wir wieder dahin. Potztausend, hab kurz gedacht, du wirst einen Fisch auf den Trocknen. Aber das trifft wohl eher auf den gesträuften Schnabelbarsch zu, den du gerade gefangen hast. Weil du ihn gerade aus dem Wasser gezogen hast. Verstehst du? Verstehst du? Nee, ich verstehe nicht. Das war ein Flachwitz. Wenn du noch nicht verstanden hast, dann lass es mich erklären. Je nachdem, von wo du deine Angel auswählst, fängst verschiedene Fische.
Aber wenn du noch den seltensten Orten suchst, geht nichts über die Felsen und Meeresufer. Du hast echt ein Talent dafür, weißt du? Als ich hier angekommen bin, hätte ich nie gedacht, hier jemanden wie dich zu treffen. Wenn Finn doch nur hier wäre, der Kerl hatte nur Fische im Kopf. Er wäre begeistert, wie sehr dir das Angeln liegt, das sag ich dir. Für so eine kleine Insel gibt's ja aber ganz schön was zu tun. Wolltest du die Furungs wie dieser Finn ist, von dem ich die ganze Zeit schwafle? Naja, das ist mein Anglerkumpel. Er ist los, um nach Fischen zu suchen und nie zurückgekommen. War ein feiner Kerl, bisschen neugierig vielleicht, aber ein echt zuverlässiger Kumpel. Es macht mich traurig, dass er weg ist. Wenn ich ehrlich bin. Weißt du was? Seit du den ersten Fisch gefangen hast, grummelt mein Bauch wie ein wütender Wolfisch. Man ist kein Meisterangler, wenn man nicht weiß, wie man seinen Fisch zubereitet. Warum hältst du den gesträuften Schnabelbursch nicht übers Lagerfeuer und grillst mir was zum Fudern? Jo, machen wir. Feuer ist ja hier. So. Genau. Den gibt's gesträuften Schnabelbursch. Ich weiß nicht, ob man sowas in Wirklichkeit essen kann. Zählt als Stadt hier, ne? So, warte mal. Während der da brutzelt. Ich will mich nochmal kurz umgucken, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Ich glaube es zwar nicht, aber... Gucken kann ja nur auch nicht schaden, ne? Soll ich ein Buch? Hier liegt ein Buch mit dem Titel Der Angler Oldemar. Möchtest du es lesen? Jo. Wenn ich um meine Jugend zurückdenke, erinnere ich mich an einen alten Wicht, der am Wasser lebte. Er war ganz verrückt nach Angeln und nahm mich eines Tages als Lehrling an. Dieser Wicht hat mir alles beigebracht, was ich über das Angeln weiß. Aber die wichtigste Lektion war, dass wir nicht mit der Angel fischen, sondern mit unserer Seele. Wenn wir dem Fisch mit unserem geistigen Auge folgen, wird unser Herz wissen, wann wir ihn einholen müssen. Das ist die Quintessenz des Angelns. Der Wicht hat mir beigebracht, dass Angeln ein Spiel ist, in dem wir mit der Natur wetteifern. Ein Spiel, das wir nur mit unseren Herzen gewinnen. In diesem Sinne werde ich dir, mein lieber Leser, liebe Leserin, jetzt sämtliches Wissen des Wichtes preisgeben. Ich bin kein studierter Mann, doch beim Schreiben hatte ich nur das Angeln im Kopf. Ich hoffe, meine Worte werden begeisterten Anglern künftiger Generationen von Nutzen sein. Morten Fischer von Rimuldar. Das Buch enthält noch viele Seiten über die Philosophie des Angelns und eine jede von ihnen ist ein winziger Schrift beschriebene. Tati schließt das Buch sanft. Alles klar? Nicht ins Wasser plümpsen. Ich hab keine Lust, hier abzusaufen. Ist hier oben vielleicht noch irgendwas? Ich gehe sofort zum Fisch da oben. Ich glaube nicht, dass hier noch großartig was ist, oder? Noch einmal hier gucken. So. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier noch großartig was ist, aber hier oben auf jeden Fall nicht. Das sieht auch nicht danach aus. Bäh. Hier ist nichts. Gut. Sehr schön. Was hast du eigentlich? Lesen? Hier liegt ein neu aussehendes Notizbuch mit dem Titel Friede, Freude, Fische. Möchtest du es dir genauer ansehen? Yo. Oh, alle Seiten sind komplett leer. Wow. Wow. Na gut. Nehmen wir jetzt über den Fisch hier mit. Toni steht zum ersten Mal gegrillter Schnabelbursch hier. Hier, das wolltest du, ne? Ist dort etwa ein gegrillter Schnabelfisch? Kann ich ihn haben? Überreichen. Jo, bitte sehr, bitte sehr. Danke, Daddy. Ich sag dir was. Du hast perfekt gegrillt und rein damit. Lecker. Ja, potztausend, wie lecker. Wenn's um Fisch geht, sollte man uns einfach halten und nur frische Zutaten nehmen. Probier das nächste Mal, ob doch mit ein bisschen Gemüse oder so. Ich bin mir sicher, da sind dir ein paar leckere Rezepte einfallen. Hier neben das, du bist jetzt eine gute Anglerin. Aber wenn du den aufsehst, sieht man es dir auch an. Du kannst dich beim Frisiertisch da drüben umziehen, wenn du willst. Der Straut ist jetzt am Frisiertisch. Deswegen gibt es hier den Frisiertisch. Alles klar. So, warte mal. Geht sofort weiter. Geht sofort weiter. Kurz den Strohhut hier angucken, ne? Boah, wir bleiben bei weiblich. Wo ist denn der Strohhut? Hier auch nicht, hier auch nicht, hier nicht.
Und der zählt als Frisur, oder was? Rotselig. Die Schleife hängt erstmal am Hut, aber warum nicht? Hat irgendwie was. Warum nicht? Lassen wir mal so. Laufen wir mal mit Hütchen rum. Genau. Hat doch auch was. Wir sind wie das L-Toddy. Nee, mach doch mal die Kamera ordentlich, Donkey. So. Jetzt bin ich mir propset. Das wird's wohl zu heute für noch ein bisschen mehr angeln. Aber jetzt hab ich ein bisschen was Schwereres mit dir vor. Bisher hab ich dich gar nicht gefordert. Denn paar Fische sind glitschiger gesehen als andere. Wenn die besten Fische fangen willst, dann musst du ein paar Techniken meistern. Ich will, dass du einen Rautbursch, einen Clownfisch und einen Mundfisch fängst. Und lass sie im Fischkäfig freuen, wenn du fertig bist. Du hast bestimmt gemerkt, dass ich dir keine Techniken gezeugt habe. Naja, ich dachte, du würdest vielleicht lieber selbst herumprobieren. Wenn du Wort brauchst, bin ich ja da. Kein Fisch will gefangen werden, aber manche werden sogar richtig zornig. Wenn das passiert, dann drücke und rollte X und Worte, bis sich dein Fischfang beruhigt. Okay, oha. Was waren das? Mundfisch, Nemufisch und noch irgendwas, ne? Komm ich da rüber? Ich dachte, von hier geht's vielleicht besser mit Angeln. Naja, mal ausprobieren, ne? Vielleicht ist hier wahrscheinlich mal irgendwie ein Schiff kaputt gegangen oder so. Ich probier's mal von hier, ey. Mal gut gehen. Das sieht zumindest aus wie sehr kleine Fische. Mundfisch ist ja eigentlich ein großer Fisch. Aber ich brauche ja auch einen Nemo oder sowas. Oh, der ist aber hartnäckiger. Oh, gedrückt heute. Ja. Der ist wirklich hartnäckiger. Nun komm schon, Junge. Das konnte doch nicht so schwer sein. Geht doch. Ein Rautbarsch. Okay, das war der dritte, den wir brauchten. Den haben wir ihn ja. Ja. So, muss ich jetzt in eine andere Stelle oder geht es hier weiter? Ich probiere mal. Testen wir mal. Na komm, Boys an. Das scheint wieder ein Rotbursch zu sein. Ja. Immer mit der Ruhe. Jetzt wurde aufgegeben. Schon wieder ein Rotbursch, wa? Jo. Dort schon wieder ein Rotbursch. Junge, ist das jetzt reine Glückssache hier, oder? Naja, das sieht aus wie alles Rotbursch. Wenn es jetzt wieder nicht klappt, dann angel ich mal an einer anderen Stelle. So. Das ist ein Schnabelbarsch. Okay, das ist ein Schnabelbarsch. Den haben wir aber auch schön. Akku, einmal geht noch. Ansonsten muss ich mal woanders angeln. Ich brauche ja noch Nemo-Fisch. Und einen Mundfisch. Wir scheuen es ja nur, die gleichen Fische zu geben. Schnorbelbarsch. Gut, ich angle mal woanders. Die Frage ist nur wo? Vielleicht hier. Kann man ja auch mal ausprobieren, ne? Rein damit. Sieht aber immer aus wie die gleichen Fische, ne? Guck ihn wir mal. Die ist zumindest mal etwas hartnäckiger. Ja. Nicht entkommen. Genau. Auch ein Rotbarsch. Sag mal. Der will mich doch ärgern. Gut, probieren wir hier nochmal. Ansonsten probieren wir gleich mal am Strand. Aber er sagt ja, die seltensten Fische gibt es hier am Felsen, ne? Also muss ich doch mal... Oder das ist reine Glückssache. Oh, ist wieder ein Schnorbelbarsch. Davon haben wir jetzt mittlerweile schon drei. Kann doch so nicht weitergehen. Aber ich habe ja jetzt auch noch keine anderen auftauchen sehen, ehrlich gesagt. Komm. Schnorbel, hier tauschen echt nur die gleichen auf. So, einmal noch, den muss ich jetzt echt mal woanders probieren. Vielleicht auf der anderen Seite der Insel oder so. Das geht ja so nicht. Kommen wir ja nicht weiter. Komm.
Okay, der ging mal sehr leicht. Okay. Ich probiere es da mal. Ich probiere es mal hier. So, Floorclaps hier. Ich weiß nicht, wo ich die fangen muss. Das ist das Problem. Der muss doch irgendwo zu kriegen sein. In den Schnurz. Oh, kämpf doch nicht so gegen einen Mensch. Genau. Lass dich einfangen. Du hast wieder ein dämlicher Raubbursch. Vielleicht hier? Nein. Mensch, nimm die Angel da weg mit. Das angelt der hier durch die Brücke? Ich glaub's ja nicht. So, hier will ich's mal probieren. Hier. Floor klappt das hier besser. So. Da vorne war so eine Wasserblase. Vielleicht hat das ja was zu bedeuten. Gucken wir, glaube ich, mal. Vielleicht klappt das doch ja besser. Ja. Wie gesagt, hier bei der Wasserblase vielleicht. Und nö. Sieht auch nicht danach aus. Ja, aber wo kriege ich denn den Mondfisch und den Nemo-Fisch her? Wenn hier überall die gleichen kommen. Oh Mann, der ist aber hornäckig. Ja, dunkel. Ja, ist aber nur ein dämlicher Rotbursch. Alter, das gibt's doch nicht. Wenn ich mich hier unten hinstelle, geht das? Na, da kommt immer nur das Gleiche. Ich glaube, ich gehe mal gleich auf die andere Seite der Insel. Dort konntest du mir so doch nicht erzählen, du. Dort kannst du mir doch nicht erzählen. Schnorbelweich, hier kommen ja immer nur die Gleichen. Na, no, nehmen die Umgelweg. So. Versuchen wir mal hier irgendwo zu angeln. Vielleicht klappt das hier ja besser. Ausprobieren einfach, ne? Ups. Steck die Angel wieder ein. So. Ja, guck mal. Hier ist doch schon was Größeres. Und was Kleines. Ich glaube, ich hab den Kleinen, aber das könnte der Nemo-Fisch sein, der Clownfisch. Oder? Yo, Clownfisch haben wir, sehr schön. Ja, magst du den? Was nun? Erstmal ein Clownfisch, okay. Aber ich will den großen noch. Den großen noch, hier sind nur kleine. Boah, ich brauche einen großen. Das sind ja wieder nur kleine. So, nochmal. Großer, genau, den Boys auch an. Nein, der Große bitte. Ne, den Kleinen lasse ich jetzt mal ankommen. Genau, ich will den Großen. Kommt doch wieder so ein Kleiner. Ne, den lasse ich auch ankommen. Genau. Jetzt los den Großen an, Boys, bitte. Genau. Ja, das war klar, dass denen einfach ist. Nun komm mit. So, ist das jetzt der Moonfisch? Hoffentlich. Jo, der ist er, der dicke Fee, dem Moonfisch. Sehr schön. Gut, den können wir jetzt endlich die Quiz abgeben. Muss euch ja auch mal gesagt werden, dass man hinter die Insel muss, ne? Wo soll ich denn das wissen? So. Was ist denn los, Trotti? Brauchst du ein paar Tipps? Ach jo, nee, brauche ich nicht. Ich hoffe, vergiss nicht. Ich soll sie ja noch freuen lassen. Clownfisch, Rotbarsch, Moonfisch. Jo. Ich weiß, ich soll sich ja erst hier freuen lassen. Gut, erstmal ein Rotbursch. Sehr schön. Den Ohren Clownfisch. Und den Mondbursch. Mondfisch. So. Alter, was für ein Ding. Der frisst doch die anderen Fische auf, Mensch. Oh ja, gut. Den, wo bist du? Da bist du. Oh ja, genau so. Hier schoss ein Rautbursch, einen Clownfisch und einen Mondfisch im Fischkäfig. Genauso wollte ich es haben. Beim Angeln muss auf die Silhouette des Fischs so eine Kraft und die Angelplatz achten.
Mach du keinen Kopf. Klingt erstmal kompliziert, aber bald hast du den Dreh raus. Ja, du hättest auch mal sagen können, dass ich hinter der Insel angeln muss. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Du hast schon 5 verschiedene Fischarten gefangen. Hast die Grundlagen richtig schnell gelernt, was? Ich weiß nicht, ob es hier für dich noch was zu tun gibt. Joey, keine Ahnung. Anscheinend hast du noch was. Wie viele Fischarten hast du jetzt schon gefangen? 5, ja, tut mir leid, das zu sorgen. Aber mehr Arten wirst du in diesem Gewässer nicht finden. Aber keine Sorge, weißt du noch, was ich gesagt habe? Es gibt dort draußen 40 verschiedene Fischarten. Allerdings müsst ihr auch ordentlich rumreisen, um sie alle zu finden. Was zum Geier war das? Simon, Toddy, ich könnte schwimmen, da unten hat gerade einen glänzenden Glanz gesehen zu haben. Was ist, wenn unrichtig sieht in der Fisch war? Eine waschechte Anglerin wie du kann sich so eine Chance nicht entgehen lassen. Los, ab zu den Fesen und rein mit der Angel, bevor ihr wegschwimmt. Jo, hast du nicht eben gesagt, hier gibt's nichts mehr zu tun für mich? Gut, den angeln wir den eben auch noch. Hier also, rein mit der Angel. Super gemacht, Toddy. Ich wusste, dass du dir die Chance deines Lebens nicht entgehen lässt. Und, bewegt sich was? Was passiert jetzt gerade automatisch? Konnte gerade viel machen. Ja, du zieh, so wie du noch nie gezogen hast. Toddy erhält folgendes, eine Gaunerfräse. Das ist klar. Ist dort dein Ernst? Dort ist kein goldener Fisch, sondern eine siffige gelbe Moski. Mittel, so eine Maske hast du auch auf. Warte mal, die habe ich schon mal irgendwo gesehen. Jetzt weiß ich, wo ich die Moske schon mal gesehen habe. Sie gehört ganz ohne Zweifel Finn. Der arme Kerl ist auf Meer gesegelt, um neue Fische zu finden, aber nie zurückgekehrt. Er hat die Moske geliebt, oh ja, hat sie nie abgenommen. Nicht mal, wenn er gepennt hat. Wenn er sie nicht auf dem Kopf hat, kann das nur eins bedeuten. Er weilt nicht länger unter den Lebenden. Das ist ein schwerer Schlag. Aber wir Angler wissen, wie schnell die Lauge auf dem Meer umschlagen kann. Wenigstens hat er bei seiner Lieblingsbeschäftigung den Löffel abgegeben. Jo, gut. Da haben noch mehr. Sollen wir bestimmt nach Finn suchen? Das scheint doch hier mehr zu sein. Ups, hier scheint es ja mehr zu tun zu geben als gedacht, ne? Dabei ist die Insel auch nicht relativ klein. Wenn man das mal so sorgen darf. Aber hier kommt noch mehr. Vor heute sind wir beim Ende. Seid gespannt, wie es hier morgen weitergeht. Anscheinend hat die Gute noch mehr zu tun. Gut, schön, dass ihr zugeschaut habt. Bis morgen.